Sonntagabend. Herzlich willkommen zur Premiere von Overload, eurem wöchentlichen Dein-Volleyball-Format hier auf der Plattform. Jeden Dienstag ab 18 Uhr gibt's alles rund um die Volleyball-Bundesliga. Von mir, Martin Stuber, und an meiner Seite auch heute Yannick Schiller. Schön, dass du da bist. Hey, ich freue mich riesig. Bisschen über Volleyball zu quatschen, bisschen über erste Bundesliga. Let's go. Und heute live aus Hildesheim. Deswegen nicht verwundern, gerade hinter uns vor 90 Minuten Finale im Bounce House Cup zu Ende gegangen. Berlin gewinnt's mal wieder im Klassiker gegen Friedrichshafen. Hinter uns stand bis vor kurzem auch das Volleyballfeld. Das ist jetzt schon wieder Geschichte, aber ist natürlich heute Thema im ersten Magazin. Nebenbei haben wir noch Ruben Schott als Interviewgast dabei. Wir gucken natürlich aufs Finale zwischen den beiden Giganten und gucken dann natürlich auch auf den kommenden Spieltag. Freitag geht schon los, die BR Volleys empfangen zum Saisonauftakt die Grizzlies aus Gießen. Also eine Menge los und auch eine Menge los gewesen an diesem Wochenende. Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, das hat richtig Lust auf mehr gemacht auf diesen ersten Spieltag. Wir hatten die Aufsteiger, die absolut überzeugt haben. Ne? Karlsruhe, Bitterfeld spielen hier um 5 und 6. Hätte man vorher auch nicht so gedacht. Und dann haben wir auch ein packendes Finale gehabt, muss man sagen, in den ersten beiden Sätzen. Von daher, also hat richtig Bock gemacht und macht richtig Laune auf den ersten Spieltag. Dann lass doch nochmal gemeinsam zurückschauen. Also wir drehen die Uhr 90 Minuten nach hinten. Berlin hat mal wieder den VfB gefordert und die Jungs vom Bodensee konnten mitspielen. Zumindest die ersten beiden Sätze. Deswegen jetzt viel Spaß mit 1-2-10 aus dem Finale. Am vergangenen Wochenende war es endlich wieder soweit. Die Volleyball-Bundesliga der Männer ist zurück und an drei spektakulären Tagen konnten sich alle 12 Teams beim Bounce House Cup auf den kommenden ersten Spieltag vorbereiten. Am Sonntag wurde in Hildesheim dann auch bereits der erste Titel der Saison vergeben. Und natürlich standen sich auch dieses Jahr wieder die beiden Giganten vom VfB Friedrichshafen und dem Berlin Recycling Volleys gegenüber. Und wer gedacht hatte, dass der Titelverteidiger aus der Hauptstadt die Partie von Anfang an dominieren würde, sah sich getäuscht. Die neu zusammengestellte Mannschaft aus Friedrichshafen zeigte, dass auch in dieser Saison mit ihnen zu rechnen ist und sie immer noch einen der besten Diagonalangreifer der Liga in ihren Reihen haben, mit Michael Superlack, der erst glücklich mit dem Fuß abwehrt, um dann nach einer weiteren spektakulären Abwehr von Nikola Pekovic die erste lange Rallye dieses Finales vollendet. Und die kleine Führung, die sich der VfB erarbeiten konnte, hielt bis Mitte des ersten Satzes. Doch dann drehte Berlin auf und legte vor allem von der Aufschlaglinie nochmal ein paar Prozente drauf. Die Annahme der Hefler geriet jetzt immer mehr ins Wanken und so konnte sich Berlin Stück für Stück Richtung Satzende ein bisschen mehr absetzen, da die Angreifer des VfB nun auch den Berliner Block nicht mehr überwinden konnten. So driftete der erste Satz doch in Richtung des Favoritens und beim Stand von 24-21 konnten die Berliner aus einer perfekten Annahme den Deckel auf einen begeisternden ersten Satz machen, der Lust auf mehr weckte. Auch der zweite Satz startete ausgeglichen und spektakulär. Johannes Tille machte da weiter, wo er bei der Olympia-Quali aufgehört hatte. Er zauberte. Doch Marc Lebedieu hatte seine Jungs wie immer taktisch gut vorbereitet, sodass der Hefler-Block immer wieder punkten konnte. Und nicht nur der Hefler-Block funktionierte, auch Tim Peter zeigte, wie wichtig er für die Mannschaft vom Bodensee ist und sorgte dafür, dass beide Teams im Gleichschritt Richtung Crunch-Time gingen. Beim Stand von 20 beide kommt es zur entscheidenden Szene des Spiels. Nach einer intensiven Rallye, in der beide Teams den Ball nicht auf den Boden kriegen, sorgt ein ärgerlicher Abstimmungsfehler auf Hefler Seite für den Punktgewinn der Berliner. Von diesem Fehler erholten sich die Friedrichshafener in diesem Satz nicht mehr. Das nutzten die abgezockten Berliner natürlich eiskalt aus und hatten wenig später Satzbälle. Und da ließen sie sich natürlich auch nicht zweimal bitten. Der neue Kapitän Ruben Schott geht voran und besorgte die 2-0-Führung für die Berliner. Der Anfang des dritten Satzes ähnelte dem der ersten beiden Sätze. Lange Ballwechsel mit dem meistens besseren Ende für Friedrichshafen. Von Aufgeben noch keine Spur. Aber umso länger der Satz ging, umso dominanter wurde das Team von Joel Banks. Johannes Tille zeigte weiterhin ein überragendes Spiel und setzte seine Angreifer alle reihenweise gekonnt in Szene. Der spätere MVP dieses Finals sorgte dafür, dass die Gegenwehr der Häfler so langsam gebrochen war und die Führung der Berliner immer deutlicher wurde und die Laune immer besser. Friedrichshafen hatte nun nicht mehr viel entgegenzusetzen und scheiterte nun auch immer öfter am Berliner Block um Neuzugang Tobias Krieg. Beim Stand von 24-18 war es dann soweit. Die Berliner nutzten ihren Matchball und die Feierlichkeiten konnten beginnen.
Ruben Schott durfte die erste Trophäe der Saison in Empfang nehmen und Berlin ist damit Bouncehouse Cup-Sieger 2023. Berlin, Berlin, mal wieder Berlin. Wir haben die Runde einmal aufgefüllt. Dirk Funk, Alex Walkenhorst sind da und es ist am Ende wieder das Finale gewesen wie im letzten Jahr. Ich fand es trotzdem vom Ding her ein anderes Spiel. Ein anderes Spiel, weil Friedrichshafen einfach nicht so ready war, wie wir das letztes Jahr war. Also die Qualität der Einzelspieler war es nicht unbedingt oder ist es auch diese Saison nicht. Das wissen sie aber auch selber. Und die Situation, wir haben es selber nach dem Finale sogar gehört, Marc Lebedieu hat es, glaube ich, gesagt, der Zuspieler ist erst 3 Einheiten dabei. Ja gut, da kannst du auch so viel nicht erwarten. Wobei, ganz ehrlich, wir standen ja hier unten am Feld, das war schon auch wieder ein mächtiges Spiel. Also da haben sich wieder 12 richtig heftige Spieler die Dinger um die Ohren gehauen. Das war schon geil. Und ein bisschen Déjà-vu war trotzdem auf jeden Fall mit dabei. Weil ich meine, letztes Jahr Bouncehouse Cup, da Friedrichshafen, ich weiß nicht, ob es der erste Satz war, strittige Schiri-Entscheidung, die gegen sie geht, danach rote Karte, ich glaube im Zweifel für Dejan Vincic. Und so geben sie den Satz her. Und im Zweifel im ersten Satz schaffen sie es nicht, die komfortable 2-3 Punkte Führung nach Hause zu fahren. Den zweiten können sie auch holen, aber Berlin halt in den Schlüsselelementen und dann doch in den 1-2 Phasen dann halt wieder zu gut, so wie es meistens ist. Ja, sie waren ja doch einfach ein bisschen abgeklärter. Man hat es gemerkt, ne? Auch Ruben Schott wieder absolut klatschen in den entscheidenden Momenten. Und man muss halt auch ein bisschen sagen, Friedrichshafen steht halt gefühlt auch nur zu fünft auf dem Spielfeld, weil der eine Mittelblock, sie haben ihn einfach nicht eingesetzt. Sie haben einfach mit ihm nicht gespielt. Und von daher, das ist dann ein bisschen schwierig, so in Berlin dann zu schlagen. Ja. Es sind halt, und das ist immer wieder das Spannende, du siehst bei so einem Rennen bis 25, siehst du einfach, welche Mannschaft im Durchschnitt mehr für die Punkte kämpfen muss. Und das ist am Ende Friedrichshafen. Und selbst wenn du dann so bis 16 so ein Race to 16 führst, also kannst du mal führen, dann sagt man ja auch immer, wenn man in den fünften Satz kommt, können beide Teams gewinnen. Weil dann machen 2-3 Bälle den Ausschlag. Aber dieses Race to 25 gegen Berlin zu gewinnen, die so eine Sicherheit in den einzelnen Elementen haben, wird ultra heftig, das wird eine Challenge für jedes Team dieses Jahr. Und deswegen haben die hier auch verdient gewonnen heute. Gut, und am Ende geht es für die meisten Teams auch nicht darum, Berlin zu schlagen, sondern die haben ihre eigenen kleinen Aufgaben. Und gerade die Aufsteiger haben richtig Spaß gemacht an diesem Wochenende. Spiel um Platz 5 mit 2 Aufsteigern. Ich meine, Karlsruhe, da hatten wir beide natürlich den guten Take. Ja, richtig, so in die Saison zu starten. Dass sie als Überraschung hier aus dem Bouncehouse Cup rausgehen könnten, das haben sie bestätigt. Also Bitterfeld-Wolfen hat mich auch ein kleines bisschen überrascht. Also die sind ein Stück besser, als ich sie erwartet habe. Und damit haben wir 2 Aufsteiger, die da mitspielen, die, glaube ich, beide so ein bisschen drum kämpfen. Wer ist denn hier der beste Aufsteiger? Aber auch eine Chance haben werden gegen halt die Teams. Gut. Haching und KW gehen natürlich jetzt nicht mit der besten Laune aus dem Bouncehouse Cup, aber auch Herrsching werden wir mit Sicherheit auch mal drüber sprechen. Also werden sich anstrengen müssen gegen Karlsruhe und gegen Bitterfeld-Wolfen. Ich glaube auf jeden Fall, da musst du dich richtig anstrengen. Und unterschätzt mir auch Freiburg nicht. Die haben nicht so schlecht gespielt. Bei denen haben zum Ende ein bisschen die Körner gefehlt. Aber die spielen ganz ekligen Spielstil mit diesem super schnell. Das ist nicht einfach gegen die. Von daher, also auch die, besser als ich dachte. Ja, machen Spaß mit ihrem schnellen Spielstil auf jeden Fall. Ich meine, dem Coach zuzuhören, Herrn Schönhagen, ist immer wieder eine Freude, wenn er immer wieder den Appell macht, Jungs, wir müssen die, sorry, anwichsen. Das ist nun mal so, da redet man beim Volleyball drüber, wenn es darum geht, halt mit einem Power-Tipp an die Außenhand zu gehen. Und genauso werden sie versuchen, die besten Blockreihen der Bundesliga irgendwie trotzdem so ein bisschen auseinanderzunehmen. Ich glaube, es wird schwer, die ganze Saison diesen Stiefel durchzuspielen, gerade dann gegen Aufschlagsdruck. Aber auch da, also positiv würde ich Freiburg sehen. Also war für mich mit einer der Überraschungen. Aber dann musst du auch über Herrsching reden. So, war Freiburg so gut oder war Herrsching dann auch einfach Absatz 2 wirklich teilweise bodenlos? Ja, wenn ihr jetzt mal, was ist denn der Verlierer dieses Bouncehouse Cups so? Boah, ich lass uns auf den Verlierer festlegen. Kann man Herrsching sagen? Gibt es einen Verlierer? Herrsching hat die Ausrede, dass sie nicht mit ihrem Stammzuspieler und sonstiges antreten. Du musst trotzdem Freiburg schlagen in so einem Spiel. Ja, das ist es halt. Deswegen. Oder sagst du, es ist Düren, weil sie am Ende irgendwie... Für mich ist es Düren. Ja, für mich ist es auch Düren. Also es ist enttäuschend erstmal. Ich meine, wir werden die Saison drauf gucken und natürlich Personalie Philipp John hoffen, dass der Körper gesund bleibt. Das ist jetzt ein bisschen unfair, weil er war krank und nicht irgendwie hatte Wehwehchen irgendwo. Aber das ist nicht das Herrsching, mit dem wir rechnen. Weil diese Achse Burgriff John, die werden sie brauchen. Ob die funktioniert, werden wir sehen. Außerdem ist ja auch eingeplant, dass bei einem Münchner Verein kurz nach Erwiesen irgendwie Leute krank sind. Also ich meine, da könnte es einen Zusammenhang geben. Aber deswegen setze ich das ein bisschen in Klammern. Für mich muss die große Enttäuschung, auch wenn das nicht das sollte man nicht überbewerten, aber ist es Düren. Also ich meine, wie sie dann am Ende gegen Karlsruhe vor allen Dingen Tag 2 verlieren, das ist es dann noch nicht. Man sieht offensichtliche Probleme mit einem von vielen neuen Zuspielern der Bundesliga, mit Leo Meyer und auch noch mit ein, zwei anderen Personalen, die noch nicht ganz laufen. Ich bin aber jetzt noch nicht annähernd bereit, Düren schlecht zu reden für die Saison. Da wird noch viel kommen. Ja, absolut. Auch gegen Gießen haben sie ja gut gespielt, muss man sagen. Für mich ist krasserweise die absolute Enttäuschung Haching. Also Haching, wirklich, verlieren dann auch noch gegen Warte die ab, die bleiben hot. Also wirklich, also der Take. Aber Haching hat mir gar nicht gefallen. Ich habe die Spiele auch gesehen. Die haben wirklich nicht gut gespielt. Ja, vor allem, du schaffst das halt innerhalb von einem Wochenende, so den gesamten, in Anführungszeichen, Hype, der vielleicht so ein bisschen aufgekommen ist um diese Truppe,
zunichte zu machen, weil am Ende du verlierst jedes Spiel, du verlierst auch, also jetzt heute, wir nehmen Sonntag auf eine Art und Weise gegen die Nettoppers, und das darf nicht passieren, wenn du in der Bundesliga irgendwie eine Rolle spielen willst. Es muss aber am Ende auch einer Letzter werden, so. Und das klingt jetzt hart, es ist so. Und ich meine, wir, klar, Königs Wusterhausen startet mit minus 6 Punkten, das ist ganz klar. Aber lass uns das mal positiv betrachten. Wir haben nach den letzten Jahren, die wirklich gebeutelt waren in dieser Liga, wir haben unten eine Storyline. Und selbst wenn es unten eine Storyline mit KW, mit Haching und mit Dachau oder so ist, ist das für mich fein. Wenn wir dann die drei anderen Aufsteiger da oben hinpacken und sagen, die können an guten Tagen, können die ganzen mittleren Teams auch schlagen oder die mittleren Teams müssen bei denen wirklich aufschlagen und Vollgas gehen. Sorry Leute, dann ist mein Takeaway von diesem Wochenende, dass wir eine ultra geile Saison vor uns haben. Berlin vielleicht mal ein bisschen ausgeklammert. Berlin spielt schön Volleyball, den kann man gut zugucken, da kann man öfter mal so, oh, ah, machen. Aber ansonsten, das wird eine der geilsten Volleyball-Saisons, die wir in den letzten Jahren hatten. Bin ich mir 100% sicher. Wir haben jetzt viel Friedrichshafen gelobt, aber seid ihr jetzt soweit, wirklich zu sagen, bei diesem Race um Platz 2, wo ich 4 Teams mit reinrechne, also neben natürlich Lüneburg, Gießen und aber dann auch noch Düren, dass man jetzt wirklich sagt, Friedrichshafen ist die 2, weil ich meine, Gießen ist Dritter geworden, die haben eine Medaille geholt hier beim Bouncers Cup vom heimischen Publikum. Man könnte auch sagen, das hat ja auch hier Olaf gemacht, dass die Überraschung sind und eigentlich die Positivstory des Bouncers Cups. Boah, das ist ein schwieriger Take, finde ich. Ich gehe noch nicht so weit, dass du jetzt sagst, Friedrichshafen ist auf jeden Fall die 2. Lüneburg hat auch wirklich gut gespielt. Also heute nicht, aber davor haben sie wirklich gut gespielt. Gießen, da müssen wir die ersten Spiele ein bisschen abwarten. Vor allem Friedrichshafen hat wirklich ein schwieriges Spiel dann. Direkt das erste gegen Karlsruhe. Ey, mal schauen, wie sie da dann spielen. Und trotzdem, ich glaube, der VfB ist weiter, als viele denken. Die gewinnen gestern ein Crunchtime-Spiel gegen Lüneburg auf eine geile Art und Weise. Die können gegen Berlin 2 Sätze mitspielen. Gut, auch nur bis 18, sagst du jetzt, oder bis 22, aber auch das musst du erstmal schaffen. Und die haben auch noch einige Baustellen, wo sie schrauben. Batak ist gefühlt seit 3 Tagen da. So, gib denen mal Zeit. Ich glaube, viele dachten, dass der VfB weiter weg ist von der Spitze. So, Berlin ist on top, darüber müssen wir nicht reden. Aber ich glaube, trotzdem, der VfB ist mehr als in der Lage, diesen also hinteren Pulk von den Plätzen 2, 3, 4, für mich führt den der VfB an. Vor allen Dingen, wenn mit dem kubanischen Mittelblocker halt noch ein Key-Player auf jeden Fall fehlt. So. Das muss man schon mit bedenken. Und dann wird Friedrichshafen nicht schlecht sein. Aber wie gesagt, ich glaube, die Competition, gerade die ganzen Teams mit den neuen Zuspielern, die werden sich in den nächsten Wochen noch ordentlich steigern. Und dann haben wir da einen richtig geilen Kampf um die Top 4 und auch um Champions-League-Plätze. Und einen richtig geilen Kampf gab es auch im Sommer. Es geht nach Paris für die deutsche Volleyball-Nationalmannschaft. Wir hätten, glaube ich, alle nicht so richtig damit gerechnet, auch mit jedem, den ich in diesem Wochenende gesprochen habe. So, die haben alle noch so ein bisschen Funkeln in den Augen. Aber es ist wirklich passiert. In Brasilien hat sich die Truppe qualifiziert. 7 aus 7 gegangen gegen Italien, gegen Brasilien. Da waren wirklich gute Gegner dabei. Man kann es eigentlich nie immer noch nicht so richtig fassen. Ich habe keinen. Und es gibt wirklich, normalerweise gibt es ja immer diesen einen, der sagt, ich habe es vorher gesagt. Bei der Story nicht. Die deutsche Nationalmannschaft fährt nach einer wirklich hereinragenden Sommer. Ja, also es war eine schlechte Volleyball Nations League, es war eine schlechte Europameisterschaft. Sie fahren nach Brasilien und sind dann in der Lage, 7 aus 7 zu gehen, gegen Italien und Brasilien im eigenen Land zu schlagen, wenn es um ein Olympiaticket geht. Bruder, das war wirklich also unfassbar, was die Jungs da abgeliefert haben. Also wirklich ein heftiges Happening und auch geil für die A, für die Liga und auch B, für den deutschen Volleyball allgemein. Ja, und auch für den deutschen Sport allgemein. Weil guck mal, die Volleyballer waren plötzlich Aushängeschild medial über eine Woche, Mann. Die Gazetten waren voll und plötzlich ist Volleyball Deutschland wieder was gewesen. Gewesen trifft es dann. Ne? Mal gucken, wie lange der Hype anhält. Ne? Das müssen wir immer so schauen dann. Ja. Aber eine unfassbare Teamleistung, also das haben die Jungs uns auch hier immer wieder gespiegelt. Also wenn du mit jedem gesprochen hast, wir hatten ja auch schon mal Rörsi auch schon mal da, der sich da zu Wort gemeldet hat. Und einfach durch die Bank. Top-Leistung von allen. Ich meine, mit Superstar Georg Rosser selbstverständlich, aber du kannst Ruben nehmen, du kannst Tobi Krick nehmen, du kannst jeden Einzelnen, der auf dem Court stand, nennen und die haben abgeliefert und dieses Ticket gelöst. Und das ist einfach grandios. Das ist unfassbar. Vor allem, wenn du die Gruppe vorher angeguckt hast, es waren ja wirklich 2 Gegner, wo du gesagt hast, die kannst du nicht schlagen. Italien war unbeatable, Brasilien zu Hause war auch klar, dass du sie nicht schlägst eigentlich. Und dann... Ja, aber wir vergessen so Gegner wie Iran und so, ne, die man auch mal eben wegräumt. Die haben wir auch ja, genau. Verloren. Ja, aber genau. Wirklich, es gibt 2 Plätze und dann hast du Italien und Brasilien in der Gruppe und denkst so, ja, super, das war es eigentlich auch schon direkt. Ja. Es war eine wilde Reise und einer war live dabei, mit dem haben wir gesprochen, Ruben Schott, der auch seine Rolle erstmal finden musste, als Libero angefangen. Am Ende war er Stammkraft auf Außen und hat heftig abgeliefert. Wir haben ihn in der Schule getroffen bei Media Day und die 10 Minuten gibt es jetzt. Viel Spaß. Wie war Schule bei dir? Ja, durchwachsen. Also bin jetzt nicht einer gewesen, der gerne in die Schule gegangen ist, habe es aber gemacht. Ich glaube, meine Eltern... Ja, die haben mich noch ein bisschen mehr gepusht. Das glaube ich ja bei jedem so. Warum lachst du da so? Ne, bei mir, ich erkühl mich da irgendwie selber ein bisschen ab. Nee, aber ja, ich habe mich schon eher auf dem Volleyballcourt gesehen, auch schon damals als kleiner Junge, als in der Schule. Welche Fächer hast du gehasst?
Oh, um ehrlich zu sein, Englisch. Mein Schulenglisch war auch grottenschlecht. Und Chemie und Physik war jetzt auch nicht so meins. Was hättest du gemacht, wenn du nicht am Ende zum Volleyballer geworden wärst? Ja, das ist eine gute Frage. Ich habe mich damit eigentlich gar nicht auseinandergesetzt. Für mich war Volleyball immer Priorität. Und soll jetzt nicht arrogant klingen, aber ich habe immer gewusst, dass ich das schaffen kann. Ja. Und dass ich darauf Bock habe. Ja. Ja, spannend, Mann. Ich kann mich erinnern, nach eurem Titel, es gab eine Hausbesichtigung mit dir und Olaf und Dirk, wo du gemeint hast, ey, dieser Sommer kann was Besonderes werden, kann was Spezielles werden. Und dann ging er nicht so gut los in der Nations League. Gab es da irgendwann mal einen Moment, wo du gedacht hast, ey, vielleicht ist das auch das falsche Mittel gewesen, jetzt diesen Sommer direkt durchzuspielen und mal nicht einfach Pause zu machen? Das habe ich jetzt zwischendurch nicht gedacht. Klar gab es Momente, wo ich für mich selber gedacht habe, ey, boah, ich kann gar nicht warten, bis die Saison jetzt wieder losgeht. Ja. Und endlich wieder nach Berlin. Und warum mache ich das jetzt hier noch so? Warum tue ich mir das an? Aber im Endeffekt hat es sich trotzdem gelohnt und ich würde auch nicht tauschen. Also. Was war der Punkt? Warum? Also was war der Checkpunkt? War es nur, dass Georg dann auf einmal dabei war? Oder war es dann eine Reise, die dieses Team durchmachen musste? Ja, also Georg ist schon natürlich ein großer Faktor. Ich glaube, es war wirklich gut, dass wir nicht so weit gekommen sind bei der EM, dass wir da noch mal eine Woche Pause hatten. Und wir sind ja 4-5 Tage früher nach Brasilien schon geflogen, war dann Saquarema in dem Trainingscenter von den brasilianischen Volleyballern. Ja. Und da hat man wirklich gemerkt, wir haben uns draußen einen Tisch hingestellt, haben angefangen, alle zusammen Karten zu spielen. War jetzt nicht so, dass wir als komplette Gruppe die ganze Zeit zusammenhingen, aber es war so, dass jeder mal vorbeigekommen ist und das war dann komplett eine ganz andere Atmosphäre und das hat unserem Team Spirit auf jeden Fall sehr gut geholfen. Wann hast du in Brasilien das erste Mal gedacht, ey, das kann hier was Besonderes, das kann hier was Spezielles werden? Gab es so einen Knackpunkt-Moment? Ja, also ich glaube schon, als wir dann Brasilien geschlagen haben, zu Hause vor dieser richtig krassen Kulisse. Das war so ein kleiner Knackpunkt, wo ich wirklich gemerkt habe, ey, wir sind total da und es kann was werden. Vor allem nach dem Start, den wir gegen Iran und gegen Kuba hatten davor. Und dann, also ich will das kein Volleyball-Hype vielleicht nennen, aber man hat gerade jetzt hier in Deutschland auf jeden Fall gemerkt, man, ihr seid plötzlich in den Medien vertreten, jetzt nicht nur in den volleyballinternen Medien, sondern auch so ein bisschen größer gedacht. Hat man das irgendwie auch in Brasilien gemerkt, dass ihr da drauf und dran seid, einfach was Besonderes zu schaffen? Also ich habe es auch schon zu den anderen gesagt. Ich fand es mega geil, wie man gemerkt hat, dass dieser Rückhalt aus Volleyball Deutschland einfach wieder kam. Und dass wir auch so einen, ja man kann es schon sagen, einen kleinen Hype generiert haben einfach. Und es hat einfach mega Spaß gemacht. Und man wurde einfach wieder so richtig stolz so. Für Volleyball Deutschland zu spielen und das eigene Land auch zu repräsentieren. Auf jeden Fall. Und Olympia ist jetzt ein Kindheitstraum. Also wenn dir 2023, 2022 jemand gesagt hätte, weil damals war es ja utopisch zu denken, dass ihr jetzt nach Paris fahrt. Ja, auf jeden Fall. Also klar ist, glaube ich, für ganz viele Athleten ein Kindheitstraum. Ja. Und bei mir war es dann auch so zwischendurch, dass man gar nicht mehr so richtig geglaubt hat. Und mehr oder weniger, ich würde jetzt nicht sagen, mit Olympia also abgeschlossen hatte. Aber es war ja schon wirklich nicht so realistisch, dass ich das wirklich nochmal schaffe. Von daher ist es mega geil. Man hat ein, zwei Bilder gesehen bei euch auf den sozialen Netzwerken, was danach dann so los war. Wer hat die Feier gewonnen? Tobi auf jeden Fall. Der hat nicht nur die Feier gewonnen, der hat auch einen Rückflug gewonnen. Also der Typ ist halt wirklich ein Tank. Hat natürlich auch einen Vorteil durch seine Größe. Mit 2,14 Meter kann man ein bisschen was in sich reinkippen, ja, das stimmt. Aber der muss sagen, der hat sogar Georg unter den Tisch getrunken. Ist Georg ansonsten einer, der da mithalten kann? Ja, würde ich schon sagen. Aber also Georg ist an erster Stelle super professionell. Ja. Aber wenn es die Gelegenheit gibt, zu feiern und was zu trinken, ist er auch gerne dabei. Dann lass trotzdem kurz ein, zwei Worte über Georg Rosser zu verlieren. Weil mein Gott, der Mann hat schon wirklich alles gesehen auf dem Volleyball-Court und kommt dann in diese Truppe. Und klar, es ist was Besonderes. Aber ist er dann auch wirklich in Crunch-Time-Momenten da gewesen? Was war so wichtig an dem? Also was hat der euch nochmal einfach mitgegeben, was euch davor vielleicht auch gefehlt hat? Also erst einmal den allergrößten Respekt an Georg. Also das mit 38, fast 39 nicht selbstverständlich abzuliefern, ist mega krass. Und was ich geil finde, ist so seine Art und Weise, wie er so das Team vereint. Ja. Also er ist halt eine unheimliche Respektsperson, aber trotzdem auf Augenebene.
Also ist trotzdem dein Atze, also kann dein bester Buddy sein in der Kabine. Und das mit 39. Also ich meine, der hat sich ja ein Zimmer geteilt mit unserem Frischling, mit Erik Röhrs. Das ist auch eine Kombi, Erik Röhrs und Georg Rosser. Und die beiden sind da fast beste Freunde geworden. Und man hat gemerkt, dass er geschafft hat, dass man als Team für ihn spielen wollte. Nicht, weil man es ihm unbedingt gönnen möchte, dass er nochmal nach Olympia kommt, das schon. Aber dass man halt sagt, man opfert sich richtig auf, dass er jetzt am Ende den Punkt machen kann, weil ja, der hat uns quasi getragen. Der hat euch quasi getragen. Und durch dieses quasi Wunder da aus Brasilien war jetzt nicht so viel Zeit, wenn wir jetzt einen Schwenk mal rüber in Richtung neue Saison geben. Was macht der Körper? Weil es wird nicht so viel Pause jetzt in dieser Saison geben mit 4 neuen Aufsteigern, mit dann natürlich vielen englischen Wochen, auch die Champions League steht an. Ist das irgendwie ein Thema, was bei dir jetzt schon im Hinterkopf ist, dass du sagst, ey, ich muss dieses Jahr vielleicht noch mal mehr drauf aufpassen, dass da irgendwie nichts passiert? Ja, auf jeden Fall. Also ich will natürlich vor allem in allererster Linie gesund bleiben, so dass ich natürlich auch die Chance habe, dann nächstes Jahr zu Olympia, also dass ich mitfahren kann. Ansonsten, klar, Körper ist müde. Wir hatten jetzt, nachdem wir wiedergekommen sind, einen ganzen Tag frei. Immerhin. Immerhin. Vom Kopf her geht es tatsächlich. Ja. Also man schwimmt noch so mal ein bisschen so auf dieser Euphoriewelle mit und es hilft ganz gut. Ich bin super motiviert, habe mega Bock auf die Saison. Bin aber selber gespannt, ob dann vielleicht so ein Leistungsabfall kommt. Und wann der kommt, kann ich nicht sagen. Schon. Kapitän, das erste Mal, was bedeutet dir das? Also für mich persönlich, ich bin jetzt, glaube ich, vor 10, knapp 11 Jahren bin ich als Halbjugendlicher noch zu Berlin gekommen. Ja. Und damals war ja Robert Kromm ja noch Kapitän. Ich habe mir dann mit dem Zimmer geteilt. Das heißt, für mich schließt sich das so ein bisschen der Kreis. Und es macht mich unheimlich stolz, dass ich als Berliner Berlin vertreten kann. War das letztes Jahr irgendwann so ein Thema? Weil es gab ja auch schon letztes Jahr viele, die gedacht haben, gut, Ruben ist jetzt dran. Und dann hat Angel Trinidad quasi diese Kapitänsrolle bekommen. Hat dich das im Nachhinein irgendwie tangiert, dass du gedacht hast, Mann, schade, ich wär letztes Jahr eigentlich schon gerne dran gewesen? Oder ist es jetzt auch so gut, wie es am Ende gekommen ist? Ich glaube, so wie es jetzt gekommen ist, war schon die richtige Entscheidung, auch von Kave. Ich glaube, dass ich halt nochmal so ein Jahr gebraucht habe, um wirklich zu einem Führungsspieler zu reifen. Ja. Um einfach diese Rolle besser einnehmen zu können. Und ich fühle mich jetzt im Moment auf jeden Fall bereit dazu. Dann lass uns einmal noch so ein bisschen über eure Saison sprechen, weil, mein Gott, ihr seid der Top-Favorit. Es gibt Leute, die sagen, wenn ihr nicht jedes Saisonspiel gewinnt, dann ist das keine Top-Saison für Berlin. Wie gehst du da ran? Also es ist natürlich eine komplett andere Challenge, dann vielleicht auch Spiele gegen Aufsteiger aus Karlsruhe, aus Freiburg zu haben, gerade wenn man jetzt von einem super Highlight in Brasilien kommt. Was ist die größte Challenge auf nationaler Ebene für euch in dieser Saison? Ja gut, ich würde sagen, wir sind da jede Saison die Gejagten. Ja. Also wir kennen es natürlich schon. Aber ist es gefühlt diese Saison trotzdem noch ein bisschen mehr? Weil Friedrichshafen, Lüneburg gut, sind alles Team, die ein bisschen verloren haben. Letztes Jahr wurde ja auch gesagt, dass Friedrichshafen besser ist als wir. Also gab welche da draußen, die es gesagt haben. Und dieses Jahr sind wir natürlich wieder dieser ganz große Favorit. Und natürlich ist es halt immer nicht so einfach, weil alle immer groß ausspielen wollen gegen uns. Und mit den Aufsteigern jetzt dieses Jahr, der Kontrast ist schon sehr groß teilweise, wenn man auch jetzt in der Champions League spielt, dann gegen Piacenza spielt oder gegen Perugia oder gegen irgendeinen europäischen Top-Club und dann spielt man wieder gegen Freiburg, Dachau. Da diesen Sprung zu schaffen, wird, glaube ich, schon eine Herausforderung, aber wir haben einen sehr tiefen und breiten Kader und von daher, denke ich, sollte es eigentlich kein Problem sein. Was muss international passieren, dass ihr sagt, das ist eine erfolgreiche Saison für uns? Das ist gerade schon angesprochen, Gruppe ist nicht einfach mit den Italienern, mit Lissabon noch. Ja, Gruppe ist wirklich nicht einfach, aber wir haben uns in den letzten Jahren wirklich einen Namen gemacht, auch in Europa. Und unser Anspruch sollte schon sein, es trotzdem aus der Gruppe zu schaffen. Und danach? Und vielleicht mal in Richtung Halbfinale luschern? Ja, also ich würde sagen, wenn wir die Leistung aus den letzten Jahren bestätigen, dass wir, also wenn wir wieder ins Viertelfinale kommen, ist schon gut. Ein richtiger Erfolg wäre es, glaube ich, wenn wir so Richtung Halbfinale spielen. Ja. Ich wünsche euch alles Gute für Ruben. Vielen Dank. Danke dir. Bis es international dann aber losgeht, dauert es noch ein bisschen. Wir gucken auf die Uhr, es geht in 3 Tagen schon los. Saisonstart in der Berliner Max-Schmeling-Halle. Die Grizzlies zu Gast gegen die BR Wallis. Das sah jetzt hier beim Bounce House Cup nicht so spannend aus, aber trotzdem, Lorenz Karliczek hat es dir schon im Interview auch schon verraten. Die Grizzlies haben Bock, Berlin zu ärgern. Ja genau, er hat halt auch gesagt, sie haben halt nichts zu verlieren. So, das ist so ein kleines Bonusspiel, wo sie sagen, ey, wir gucken einfach, was geht. Und sie brauchen halt ihr absolutes A-Game, um wirklich vielleicht mal einen Satz abzunehmen. Weil Gießen hat gar nicht so schlecht gespielt gegen Berlin, muss man auch mal sagen. Klar, Lorenz war nicht gut, aber
die Berliner waren einfach überragend auch in dem Spiel. Und von daher, boah, selbst wenn Schwedinghalle, eigentlich eine Festung. Also Berlin zu Hause geschlagen. Da sehe ich. Und die werden auch mit ordentlich Rückenwind kommen, ne? Also das ist ein Titel. Ein Titel ist ein Titel. Und auch wenn es nur ein Vorbereitungsturnier ist. Ja, auf jeden Fall. Also mehr Selbstvertrauen geht ja nicht. Ja. Ne? Du hast Olympia, du hast jetzt das. Also besser geht es ja wirklich nicht für Berlin. Und deswegen, also das wird ein ganz hartes Stück Brot für die Gießener. Das Ganze gibt es dann live Freitag auf dem Twitch-Kanal von Spontent. Und hier auf der Plattform geht es dann Samstag los mit dem Dein Volleyball. Super Samstag, 3 Spiele dann auch mit uns beiden im Studio. Es geht los mit dem Aufsteigerduell. Bitterfeld-Wolfen nach dem Wochenende für mich der klare Favorit gegen Dachau. Die aber trotzdem nicht nur die schönsten Trikots der Liga, sondern auch sportlich echt was zu bieten haben. Ja, und vor allem Dachau spielt zu Hause, muss man auch bedenken. Ne? Ja. Die Halle wird rappelvoll sein. Und ey, das macht noch mal ein bisschen was aus. Und Bitterfeld, ja klar, aber wissen wir nicht, ob es nicht vielleicht eine Eintagsfliege war. Bitterfeld muss das jetzt erstmal bestätigen und die wissen auch selber, dass sie als Favorit reingehen. Das ist nicht so einfach. Ganz anderes Spiel, ja. Es geht das erste Mal um Ligapunkte. Dachau wird angezündet sein und da bin ich auch, also wenn wir jetzt gerade über Aufsteiger reden, sehr, sehr gespannt auf Freiburg. Heimspiel gegen Friedrichshafen und ey, vergesst mir Freiburg nicht. Die haben jetzt vielleicht hinten raus ein bisschen liegen gelassen, jetzt hier beim Bounce House Cup. Die haben Herrsching geschlagen auf eine Art und Weise, die echt also Mut gemacht hat. Deswegen, ich glaube auch der VfB ist da nicht sicher durch mit 3 Punkten am Samstag. Nee, und ich glaube auch vor allem, der VfB hat keinen Bock gegen Freiburg zu spielen, weil das Spiel, auch man glaube, die hat darauf keinen Bock gegen dieses schnelle Spiel, sie können ihren Block nicht so ausspielen. Also ich glaube, Freiburg ist ein ganz unangenehmer Gegner für Friedrichshafen, wenn sie mit diesem Schnellspiel und die ganze Zeit anlegen, da haben die keinen Bock drauf. Ja, und du hast die Dachauer Halle gerade erwähnt, man, Freiburg wird kochen, ja, weil die haben schon in der zweiten Liga da immer jedes Wochenende Feste gefeiert. Also das dann ab 18:30 und um 20 Uhr dann für mich das Highlight. Karlsruhe, die kommen mit massiv Rückenwind, das erste Heimspiel in der Volleyball-Bundesliga gegen angenockte Herrschinger. Dann mal gucken, ob mit Jon oder Burgreif, vielleicht auch beide, Herrsching braucht sie. Das haben wir jetzt gesehen. Auf jeden Fall. Also ohne die beiden bin ich fast so weit zu gehen, dass ich sage, boah, ich gehe auf Karlsruhe in dem Matchup, muss man echt so sagen. Philipp, ich habe ja mit Philipp auch ein bisschen geschrieben. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er auf jeden Fall topfit sein wird. Erik ist auch gerade erst krank geworden. Das dauert ein bisschen. Boah, und dann wird es echt richtig schwer für die Herrschinger, ne? Weil Karlsruhe, wenn die erstmal im Flow sind und gut in den ersten Satz starten, dann nehmen die das hier halt genau mit. Also ihr merkt schon, der Plan fürs Wochenende ist pickepacke voll. Deswegen packt euch mal auf die Couch und dann sehen wir uns spätestens am Samstag wieder. Freitag geht die Liga los. Und dann ist endlich wieder Volleyball-Bundesliga-Zeit. Wir hoffen, ihr seid dabei hier live auf der Plattform, hier live auf Dein. Freuen uns auf all das, was noch kommt. Und am Freitag natürlich auch auf Einschalten mit Alex und Dirk. Ich glaube, der Saisonauftakt wird richtig schmecken. Auf jeden Fall mega. Und wem das nicht Bock gemacht hat, also das weiß ich auch nicht. Von daher, ihr könnt euch auch richtig was freuen. Und dann sehen wir uns jetzt in der Konstellation jeden Dienstag ab 18 Uhr. Dann auch immer aus Düsseldorf, aus unserem Magazinstudio. Und hey, ich glaube, der Anfang ist gemacht. Und ich freue mich auf die kommenden Monate mit euch und mit dir.